zu 7 Meter. Bei unserem Gipfelsturm geht es jedes Mal hoch hinaus. So schnell wie in Stuttgart waren wir allerdings noch nie an der Spitze. Gemeinsam mit TVB-Top-Torschütze Mimi Kraus, der vor kurzem mal eben 18 Treffer in einer Partie erzielt hat, ging es auf das höchste Wahrzeichen der Stadt. Das hier war und ist der weltweit erste Fernsehturm und er steht in Stuttgart. 217 Meter geht's da hoch und ich mache mich auf den Weg, aber ich bin nicht alleine. Und um diesen Mann dreht sich heute alles. Michael Kraus, Weltmeister, Champions-League-Sieger und Deutscher Meister. Nur ein Auszug seiner Titelsammlung. Innerhalb von 36 Sekunden erreicht man am Stuttgarter Fernsehturm den höchsten Punkt. Fast so rasant verlief auch der sportliche Aufstieg von Mimi Kraus. Wolltest du schon immer Handballprofi werden? Ja, ich habe meinem Vater schon relativ früh gesagt, dass ich Handballprofi werden möchte und was ich alles gewinnen möchte. Und er hat mir beim letzten Mal in einem Gespräch gesagt, dass das tatsächlich ich alles gewonnen habe, was ich ihm damals aufgezählt habe. Ist ganz witzig. Sein Karrierehighlight natürlich die Heim-WM 2007. Nach der Verletzung von Kapitän Markus Bauer startete Mimi erstmals auch international durch. Schon damals war der mittlerweile 35-jährige Familienvater vielen, vor allem weiblichen Fans, ein Begriff. Der Bravo-Boy des Jahres 2000 entwickelte sich zu einem Popstar des Sports. Das war schon sehr viel für mich und ich würde heute sogar sagen, dass es vielleicht zu viel war. Ich hatte da niemanden, der mir das ein bisschen vom Leib gehalten hat. Und ja, es gab in Göppingen auch sogar einen Mimi-Kraus-Tag, an dem alle Geschäfte 20% gegeben haben. Da hing ein Riesenbanner und das ist für so einen jungen Kerl schon ein bisschen viel. Kraus ist eine echte Frohnatur. Das bekommen auch seine TVB-Kollegen regelmäßig zu spüren. Erschrecken ist eine seiner Leidenschaften. Sein liebstes Opfer aktuell Neuling David Schmidt. Doch neben all dem Spaß, Mimi hat auch eine sehr ernste Seite. Wann wird denn der lustige Mimi Kraus, der für jeden Spaß eigentlich zu haben ist, so wie ich dich erlebe, zum ernsten Mimi Kraus? Bei welchen Themen hört der Spaß auf? Naja, ich bin eigentlich schon ein sehr reflektierter, ernster Mensch auch. Ja? Ich gehe aber mit viel Liebe und Humor durchs Leben, weil es für mich keinen Sinn macht, irgendwie Trübsal zu blasen oder negativ durchs Leben zu gehen. Ich versuche auch meine Mitmenschen, alle, die um mich herum sind, positiv zu beeinflussen, auch zu motivieren. Aber sobald es dann um meine Familie geht und um das Wohl um meine Familie, da, ja, wenn das gefährdet sein sollte, da werde ich schon komisch. So engagiert er sich auch für gemeinnützige Projekte. Im Jahr 2009 zum Beispiel für die Tierschutzorganisation PETA. Die Verantwortung eines Profisportlers in der Öffentlichkeit. Auch Mimi hat sie und geht sorgsam damit um. Ich finde es sehr wichtig, dass die Sportler ihrer Verantwortung gerecht werden. Aber das ist auch ein schmaler Grat. Man darf als Sportler auch nicht vergessen, dass man Sportler ist und sich eigentlich auf seine Sache auch weiterhin konzentrieren sollte. Ja? Aber wenn man hinter einer Sache zu 100% steht, dann sollte man da auch rigoros dafür einstehen. Nach diesem eindrucksvollen Tag gibt Michael Kraus damit die Verantwortung für unseren Gipfelstürmerball weiter. Und der nächste Profi, der steht schon in den Startlöchern. Natürlich gibt es auch heute einen Verein, der in unserer Club-Challenge antritt. Als Aufsteiger stehen sie momentan auf einem starken 5. Platz. Dieser Saisonstart ist mehr als geglückt. Ob der Bergische HC auch in unserer Challenge so abliefert? Hier seht ihr es. Gut Sport. Ein Treffer war es am Ende. War es wirklich so schwer?
Ja, ich bin sehr unzufrieden. Also ich habe mir viel mehr vorgenommen heute und ich bin sehr unzufrieden, werde das auf jeden Fall üben und fürs nächste Jahr auf jeden Fall deutlich besser machen. Woran hat denn gelegen? Ich bin gerade erstmal geschockt, weil Schauber mehr getroffen hat als ich. Das ist sehr traurig. Ansonsten ist das jetzt schwer zu analysieren, woran es gelegen hat. Ich würde sagen, ungünstige Witterungsbedingungen. Das wird es gewesen sein. Vielen Dank. Trotz der harten Bedingungen, mit einem Treffer reiht sich das Team des Bergischen HC mit hauchdünnem Abstand auf Rang 5 hinter der TSV Hannover-Burgdorf ein. An der Spitze der Club-Challenge-Tabelle bleibt weiterhin der TVB Stuttgart mit 3 Treffern. In der vergangenen Saison war David Schmidt Leistungsträger und Torschützenkönig bei den Eulen Ludwigshafen. Jetzt läuft der 1,90 Meter große Linkshänder im rechten Rückraum des TVB Stuttgart auf. Und dort gibt er richtig Gas. Gas geben, das ist übrigens auch ein Thema in seiner Freizeit. Und dabei haben wir ihn begleitet. So lässig sind die wenigsten Spieler der DKB-Handball-Bundesliga zum Training unterwegs. David Schmidt vom TVB Stuttgart nutzt jede Gelegenheit, um mit seiner Maschine Kilometer zu machen. Die Liebe zum Motorradfahren, eine Familiensache. Ja, mein Vater ist schon immer Motorrad gefahren und dann habe ich mir gewünscht, dass ich das eben auch machen kann und habe mit 18 einen Führerschein gemacht. Habe mir dann, leider hatte ich kein Geld, mir ein Motorrad zu kaufen und mein Vater wollte es mich leihen. Meine Mutter hat es dann gemacht unter dem Deal, dass ich mir so einen Cruiser kaufe und eben nicht so eine Rennmaschine, dann würde sie mir das Geld leihen. Den Deal bin ich eingegangen, habe es zum Glück mittlerweile auch zurückbezahlt. Der große Traum ist eine Harley, mit der er dann die Familienausfahrten mit seinen Eltern und der kleinen Schwester machen kann. Aktuell sitzt David auf einer britischen Triumph Thunderbird Storm. Die meiste Zeit verbringt der BWL-Student aber natürlich in der Trainingshalle. Erste Profiluft schnupperte der Rückraumrechte bei den Rhein-Neckar-Löwen. Danach lief er 3 Jahre lang für die Eulen Ludwigshafen auf und seit dieser Saison ist Stuttgart seine Heimat. Ja, Stuttgart hat für mich eigentlich das beste Gesamtkonzept geliefert, sage ich so. Also zum einen aus der schönen Stadt, zum anderen natürlich dann auch die sportlichen Ambitionen, die eben der Verein hegt und die Infrastruktur, sage ich mal, die schon eben da ist. Und das war für mich relativ schnell klar, dass es dann Stuttgart wird. Direkt neben der Stuttgarter Porsche Arena, in der am 1. Februar das All-Star Game 2019 stattfindet, gehen wir mit Schmidt ins Mercedes-Benz-Museum. Die Oldtimer beeindrucken den Linkshänder. Auch auf dem Motorrad ist Dolph eher gemütlich unterwegs. Seinen Spitznamen verpasst ihm übrigens sein Vorbild. Von Beate Mühl, weil der durch meine markanten Gesichtszüge eine Ähnlichkeit mit dem jungen Dolph Lundgren gesehen hat. Und so war irgendwann mein ganzer Spind dann mit Postern und Klebern von Dolph Lundgren beklebt. Und dann habe ich den Spitznamen leider nicht mehr wegbekommen. Nach einem Mitfahrer sucht Schmidt in Stuttgart aktuell noch. Bis die Motorradsaison wieder losgeht, hat er ja aber auch noch ein bisschen Zeit. Bis dahin wird er trotzdem Gas geben. Und zwar auf der Platte für den TVB. Und wir kommen zu unserem Pixum-Foto der Woche. Es ist November und das heißt, wir dürfen uns wieder auf viele schicke Bärte in der Liga freuen, beim Movember. Die DKB Handball-Bundesliga unterstützt die Charity-Aktion auch in diesem Jahr. Ziel der Movember Foundation ist es, die Aufmerksamkeit auf mehr Männergesundheit zu lenken und das Leben von Männern, die an Prostata- oder Hodenkrebs erkrankt sind, zu retten und zu verbessern. Dafür lassen sich bereits seit Jahren zahlreiche Handballer im November einen Bart stehen. So zum Beispiel auch der Mann auf unserem Pixum-Foto der Woche, Julius Kühn. Die Kampagne Handball, es lebe der Sport unterstützt die Initiative mit diesem Motiv. Und wer richtig hart ist, der lässt seine Weichteile untersuchen. Mehr Informationen zum November gibt es auch von Tobias Reichmann im letzten Interview der Woche der DKB Handball-Bundesliga. Lest dort einfach mal rein. An dieser Stelle möchten wir Julius Kühn natürlich noch alles Gute für seine Genesung wünschen. Wir freuen uns, wenn du nach deiner Verletzung wieder zurück auf der Platte bist. Wir werfen jetzt einen Blick auf die aktuelle Tabelle der DKB Handball-Bundesliga und geben euch wie immer unseren TV-Tipp mit auf den Weg. Mit dem Sieg im Topspiel gegen den SC Magdeburg verteidigt die SG Flensburg-Handewitt ungeschlagen die Tabellenspitze. Der SCM folgt auf Rang 2, punktgleich mit dem THW Kiel. Die Löwen haben noch 2 Spiele aufzuholen, liegen aktuell auf Platz 4. Am Tabellenende bleiben die Teams eng beisammen. Die SG BBM Bietigheim kämpft sich vorbei an den Eulen Ludwigshafen, die jetzt den letzten Platz belegen. Die Karnevalssession beginnt und im Bergischen greift das Derbyfieber um sich. Am 11.11. empfängt der Bergische HC den VfL Gummersbach. Das Duell gibt es live ab 13 Uhr auf Sky Sport 1.
Und auch die anderen Clubs müssen natürlich wieder ran. Alle Partien der DKB-HBL wie immer live auf Sky. Den anstehenden Doppelspieltag der zweiten Liga zeigt handball-deutschland.tv am Freitag und Sonntag live. Euch ganz viel Spaß beim Handballschauen und hoffentlich bis zur nächsten Ausgabe von 7 Meter am 21. November. Da sind wir wieder da. Vielen Dank fürs Zuschauen heute und bis zum nächsten Mal.